Josef Malta war der Mann, der Hitlers Helfer hängte. Die Todesurteile an 10 Hauptangeklagten des Nürnberger Kriegsverbrecherprozesses. Über 50 Jahre ist das jetzt her, doch bis heute hat Josef Malta nicht eine Minute dieses Tages vergessen und auch seine Überzeugung nicht geändert. Der Tod durch Erhängen sei noch viel zu human gewesen. Einblicke in die Seelenlage eines Henkers. Ein Film von Beate Müller-Plattau. In bombed out Nuremberg, preparations go forward for the trials of Germany's major wars. Nein, natürlich hätten sie sowas verdient. Aber sie bekamen nun mal einen gerechten Prozess und alles, was dazugehört. Es hat ja keinen Sinn, so zu hassen. Dann wären wir auch Barbaren, aber so sind wir eben nicht. Wir wussten, dass diese Männer Verbrechen begangen haben, aber wir gaben denen trotzdem jede Chance, sich zu verteidigen und zu erklären. Eines aber ist klar, man hätte sie nicht erschießen sollen. Das wäre ja eine Ehre gewesen. Dagegen ist es eine Schande, gehängt zu werden, eine wirkliche Schande. Aber die konnten es sich ja nicht aussuchen. Ich bin morgens immer an den Zellen vorbeigegangen. Göring und von Ribbentrop, Keitel und Jodl habe ich gesehen. Die haben gut Englisch gesprochen. Sie sagten zu mir, ihr braucht viel zu lange, ihr verschwendet Zeit. Die wollten es hinter sich bringen, die wollten nicht mehr darum sitzen. Der Rest funktioniert von allein. Wenn die Klappe unter seinen Füßen geöffnet wird, fällt er runter und die Schlinge zieht sich noch enger zusammen. Gelernt hat Josef Malta das alles von seinem ehemaligen Chef, John Woods. Er war Berufshenker. Über 300 Gehängte gingen schon auf sein Konto. Malta absolvierte bei ihm einen Schnellkurs in der Technik des Hängens. Ich habe mich damals freiwillig gemeldet. Es gab noch zwei andere, die sich auch um diesen Job bewarben. Aber Woods hat auf mich gezeigt und gesagt, ich versuche es mit dir. Warum? Naja, ich wollte möglichst nah an diese Burschen rankommen. Und noch was, ich brauchte den Strick überhaupt nicht. Ich hätte es auch mit bloßen Händen getan. Ich hätte damals wirklich alles getan, um diesen Job zu kriegen. Stolz hat Josef Malta das Zertifikat der US-Armee aufgehoben. Darin ist genau nachzulesen, was er damals als Henker zu tun hatte. Den Galgen nach seinen Anweisungen bauen lassen, den Verurteilten die Schlinge mit den Ringen an genau die richtige Stelle um den Hals legen und die Falltür öffnen. Für Josef Malta ist seine Arbeit als Henker von Nürnberg der wichtigste Bestandteil des Lebens. Auch heute vergeht kaum ein Tag, an dem er nicht davon erzählt. Nach dem Krieg hat er Häuser in Boston renoviert, Schreinerarbeiten waren seine Spezialität. Vor 5 Jahren heiratete er zum zweiten Mal. Das Ja-Wort gaben sich Cynthia und Josef in Las Vegas. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil es quick and painless ist, kurz und schmerzlos. Trotz einer unbeschwerten Nachkriegskarriere bleibt ein Stück der Schlinge von Nürnberg sein ständiger Wegbegleiter. Ein Henker muss sein. Das ist das eine. Wie er seine Arbeit sieht, ob er sich nur als Vollstrecker des Richterspruchs ansieht oder ob er selbst noch meint, eins draufsetzen zu müssen, in der Art und Weise, wie er das Urteil vollstreckt. Das ist eine andere Sache. Die Urteil. Dann geht er hier hinauf. Er wird umgedreht, hier ist die Schalltür, auf die er sich stellen muss. Die Tür wird mit diesem Hebel geöffnet. The plan of the scaffold was constructed by the carpenters in the Landsberg prison. This scaffold completed is this scaffold right here. That's the way it looks when completed, ready to be used. Hold up these plans here, I'll take a shot at them. You drew up these plans yourself then? This is your design? No. There's the carpenters, the prisoners there. We got together and we came up with this set of plans. The reason for this even got started and off the ground was that when I went around to the various prisons to perform the executions, we had a lot of problems.
Some scaffolds were real old. They weren't in good operating condition. They didn't have, in my opinion, and I had 30 years of construction before, I went into service. And they had these scaffolds made up. And what was happening was when the trap door, this is the trap door here, when these trap doors went down, the prisoner would fall through it, then the trap doors would swing open, and then when they come back, they would clobber him right in the head. And there's an awful lot because that's all lead to let it fall fast. They got a lead around it. And it would clobber him and make a very messy thing. I'd lose half of his, a good source of his head. Would be all crushed. And there times they had trouble with the release over here. So rather than doing that, we talked about it and I suggested that it would be better if we made some portable scaffolds and take them to prisons and perform the executions with our own scaffolds. These scaffolds can be put together with half a dozen guys in about a half an hour. They all come in sections. You put them together in sections and you put them together. Now, the difference is on this scaffold here, when the trap door is open, they got a magnet underneath each side of that. That when those doors open, the magnet would grab it and hold it open. And when the condemned prisoner fell through, he went through and there was nothing coming back and smashing his head. It was much better for us that had to work taking them down and all that. That was the idea of the scaffold. We had too much problems from the various prisons. Some kept up with them, some didn't. So every time I went out to perform an execution, I had a trailer truck with three portable scaffolds. The same scaffolds, three that we built. And I used them throughout Germany in my period of time up there. And this is a duplicate of the one that was used in the Nuremberg hanging. Did you get to talk to these guys at all? You ever talk to any of the prisoners? Oh yeah, sure. When you go down a debt row, before you, like the Nuremberg hangings, when you're going to hang 11 people, you have to go down there, you have to see them. So you know, like I said, very important on their heights and weights and so forth. So that way, we are able to put up on the scaffold, on the side here, right over here. We put these boards, what we call brace boards. If it's a tall guy, we would use a tall brace board. If it's a short guy, we would use a short one. And these brace boards had the straps to strap you on. So in the event that once I put the hood on you, you fainted,